Einkauf woanders würde dich nur enttäuschen. Geh rein, Aiden. Bleib in der Nacht nicht draußen. Da kommen die Monster raus. Hey, ich hörte Karl letzte Nacht über Wasserbeschränkungen sprechen. Weißt du etwas darüber, Aiden? Ich habe meine Kids seit Monaten nicht gesehen, wegen dieser albernen Blockade des Stadtzentrums. Siehst du dir all die Toten an? Hier steht, die werden vermisst. Kommt auf selber raus. Gefunden werden die nie. Und was bringt dann die Tafel? Es ist jetzt 15 Jahre her. Damals sind viele verschwunden. Mein Nachbar verlor seine beiden Kinder. Aber das Leben geht ja weiter. Den Mut, die Bilder abzuhängen, hat niemand. Aber Hoffnung gibt es keine. Ohne Nightrunner endet jede Suche immer ergebnislos. Weißt du was über die Kinder, die an den GRE-Tests beteiligt waren? Tja, wer war denn an den Tests nicht beteiligt? Alle waren dabei. Junge, Alte, Blinde, Taube. Jeder wollte einen Impfstoff finden. Manchen ging's ums Geld. Andere wollten das Schicksal besiegen und gesund bleiben. Das war Villedors Teufelspakt. Man war eingemauert mit der Pest. Aber dafür hatte man die Chance, die Welt zu heilen. Aber das Virus gewann. Am Ende brach man die Studie ab. Und die Kinder? Offiziell wurde nie an Kindern getestet. Menschenrechte und so ein Scheiß. Und inoffiziell? Und inoffiziell? Es heißt, einige Kinder wären aus der Stadt rausgebracht worden. Der Rest? Der wurde innerhalb der Stadt sich selbst überlassen. Wenn die Infizierten sie nicht kriegten, dann der Hunger oder die Dunkelheit. Wann war denn das? Vor langer Zeit. Da warst du selbst noch ein Kind. Zweien bin ich mal begegnet. Zwei Mädchen, 5 oder 6 Jahre alt. Sie hatten wohl seit einem Monat nichts mehr gegessen. Wie hießen sie? Weiß ich nicht mehr. Ich schmiss ihnen ein wenig Brot hin und verzog mich, weil sie sich so schüttelten, als würden sie sich gleich verwandeln. Rote Augen, die Adern geschwollen. Keine Ahnung, was sie denen gegeben haben. Diese GRE-Psychos. Diese Nightrunner. Erzähl mir was über die. Was gibt's da groß zu erzählen? Die alle tot. Als es sie noch gab, waren sie die Einzigen, die sich nachts rausgetraut haben. Sie retteten Leute, die es nicht in einen Unterschlupf geschafft hatten. Aber von der ganzen Gruppe haben nur wenige überlebt. Frank zum Beispiel. Der war früher ihr Commander. Er war mal ein super Typ. Jetzt säuft er sich in seiner Bude im Zentralring ins Koma. Schwer zu sagen, wie lange er noch durchhält.
Wo sind diese Kinder heute? Nach all den Jahren. Die meisten sind vermutlich tot. Wenn jemand Glück hatte und noch lebt, dann sind sie wohl im Zentralring, weil es da mehr Peacekeeper gibt. Erleichtert das Überleben. Irgendjemand muss mehr wissen. Warum? Was war, war. Es bringt nichts, alles wieder ans Licht zu kramen. Jeder hat seine eigenen Probleme. Und zwar hier und jetzt, Pilger. Jeder kämpft für sich selbst. Mann, ich will nicht meine eigene Pisse trinken müssen. Jemand muss was wegen der Situation mit dem Wasser unternehmen. Pilger, du willst nicht die Nacht hier draußen verbringen. Such dir Schutz in der Kirche. In der Kirche. Hat jemand da gerade ins Feuer geworfen? Stinkt es deswegen so? Sollten. Kannst du bitte mehr Holz ins Feuer werfen? Erkennst du mich nicht? Oder hast du eine Allergie gegen Geld? Hör zu, Pilger. Du und ich, wir können eine Menge Geld verdienen. Du musst mir nur ein paar rote Beete, Radieschen, Pastinaken besorgen. Da ist er! Schnapp ihn jetzt! Er ist ein Mörder! Was? Julian, Luke wurde vergiftet. Von dem Wasser, das du ihm verkauft hast, sagt Beppe. Was? Aber ich verkaufe gar kein Wasser. Lügner! Luke sagt, er hat es von dir! Er dreht völlig durch, redet wirres Zeug und tanzt Feitstanz. Hat er mich sicher nicht erst nach seinem Durchdrehen beschuldigt? Nun ja, nicht gerade ein Beweis, aber er hat versucht, mich in ein zwielichtiges Geschäft reinzuziehen. Mehr muss ich nicht wissen. Du bist erledigt, Julian. Immer langsam. Hast du einen Beweis? Natürlich. Das Wasser war in einer Flasche. Luke hat das Wasser aus einer von deinen Flaschen getrunken. Wenn ich das Karl erzähle, hängen sie dich auf! Bebel, warte! Ich schwöre, ich verkaufe nicht mal Wasser zum Teufel! Wenn du lügst, Julian, mach ich dich kalt. Mann, ich bin so durstig. Wenn du also kein Wasser verkaufst, wie ist dann jemand an deine Flaschen gekommen? Wie ich den Scheißkerl Luke kenne, hat er sie wahrscheinlich geklaut. Sieht ihm ähnlich. Selbst wenn, mein Wasser ist so rein wie geschmolzene Schneeflocken. Bist du sicher? Wie hast du es gelagert? Ich kaufe es in Flaschen. Und es kann nicht verunreinigt werden? Keine Chance. Mein Lieferant Marco hat immer sauberes Wasser. Also, geht's vielleicht um Rache? Für was? Alle lieben mich. Ich hatte noch nie im Leben einen Feind. Warte mal kurz, warte. Scheiße. Außer vielleicht Marco. Dieser Mistkerl. Jetzt, wo ich's mir überlege, der hat mit mir noch eine Rechnung offen. Ist sehr lange her. Naja, egal. Hör zu. Er wohnt über dem ehemaligen jamaikanischen Restaurant westlich von Villador in der Hornfield Lane. Ich habe ihm ein paar Kilo meines besten Mehls für das Wasser gegeben. Beweise, dass er es vergiftet hat und die Hälfte meines Mehls gehört dir. Kannst du das für mich machen? Das schaue ich mir an. Und noch was anderes. Ist mir ein bisschen peinlich. Hans hat vielleicht auch eine Flasche von dem Wasser. Ich dachte, du verkaufst kein Wasser. Tu ich auch nicht, außer... Naja, an Hans und... Kannst du ihn warnen? Er wohnt auch in der Hornfield, ein paar Häuser weiter.
Da ist was faul dran, Julian. Ich hoffe, du sagst die Wahrheit. Andernfalls kann ich dir schlecht helfen. Sieht aus, als gäbe es diese Woche kein weiteres Wasser mehr. Es sei denn, Mutter Natur erbarmt sich und gibt uns etwas Regen. Hey, das ist der Pilger. Manchmal wache ich in der Nacht auf und vergesse, dass der Niedergang überhaupt stattgefunden hat. Das ist so ziemlich die einzige Zeit, in der ich lachen kann. Aber dann sehe ich diese verdammte
Hans? Hans, bist du da? Hans! Wasser nicht. Wasser? Das ist kein Wasser. Der Volltrottel muss schon wieder die Flasche verwechselt haben. Der würde seinen eigenen Kopf vergessen, wenn er nicht angewachsen wäre. Was meinst du mit Flasche verwechselt? Er nimmt immer ein bisschen Zielwasser mit, wenn er jagen geht. Aber der Alk ist noch hier. Also hat er Wasser mitgenommen. Wo ist er? Und was geht dich das an? Das Wasser, das er von Julian hat. Es könnte verseucht sein. Er ist jagen bei diesem Militärturm, ein paar hundert Meter westlich von hier. Oder er ist bei den Höfen. Ich gehe zum Turm, du gehst zu den Höfen, schnell. Warte, warte! Nimm den Alk mit, falls er schon was von dem Wasser getrunken hat. Was da drin ist, tötet bestimmt alles andere ab. Thank you.
Toll! Noch ein Wasserdieb. Das hat mir noch gefehlt. Bei all den Dieben und Infizierten bin ich bald pleite. Ich bin hier, weil ein Typ namens Julian behauptet, du verkaufst vergiftetes Wasser. Ich habe gar nichts vergiftet. Klar? Na, Julian behauptet was anderes. Ja, klar. Hör nur auf den Typen, der mir mit Gips gestrecktes Mehl angedreht hat. Wenn du kein Dieb bist, warum bist du dann bei den Infizierten? Ich muss diese Bazillen da unten loswerden. Wenn nicht, bin ich hier erledigt. Giftwasser oder nicht. Also gut, ich verscheuche die Infizierten und du sagst mir, was los ist. Abgemacht? Gut, abgemacht. Teile für Carlos und seinen bahnbrechenden Zaun. Ich hoffe, er wartet noch am Bazar.
dem Weg, Bursche. Gut, du bist in Sicherheit. Also, was hat's mit dem Wasser auf sich? Warte. Du bist also wirklich einer dieser räudigen Pilger. Räudig? Jetzt sind wir sicher. Musst ein scheiß Krimineller sein oder vollkommen durchgeknallt, hunderte von Meilen durch eine Welt mit Befallenen zu latschen. Durchgeknallt im guten Sinn, natürlich. Also, was ist jetzt mit dem Wasser? Mit meinem Wasser ist alles in Ordnung. Ein Mann im Bazar wurde vergiftet. Wenn er stirbt, wird man dir die Schuld geben. Ach, verdammt. Okay, ein Unfall, okay? Nur wegen den verdammten Dieben. Dieben? Ständig klauen sie mir mein Wasser. Ich hab die Nase voll. Also habe ich ihnen eine Falle gestellt. Du hast bewusst das Wasser vergiftet, um die Banditen zu töten? Nicht ganz. Zumindest sollte das nicht so sein. Ich habe mal einen Befallenen getötet, der hier angekrochen kam. Und der Kerl fiel in ein Becken. Es war natürlich ruiniert. Da kam mir eine Idee, warum diesen Bastarden nicht eine Lektion erteilen. Also füllte ich ein paar Flaschen mit Zombie-Wasser und stellte sie so hin, dass man sie leicht sehen konnte. Die sollten nie auf den Bazar kommen. Ich war wohl besoffen und hab Julian ein paar Flaschen davon verkauft. Ich geb dir alles Mehl, das ich hab, und leg noch was drauf. Nur erzähl's niemandem, sonst bin ich ruiniert. Sie werden Julian beschuldigen und ihn hängen. Mach dir keine Sorgen um Julian. Dieses Wiesel windet sich da schon raus. Und wenn nicht, dann gibt's eben ein Wiesel weniger auf der Welt. Also, haben wir einen Deal? Ja. Wenn es geht, geht's. Wenn es nicht geht, geht's. Aber ich sag hier noch schön. Aber verrat ihn dabei, wenn es geht. Okay, wir haben einen Deal. Hier das Mehl. Und noch eine Zugabe. Na, ich war hier und da. Weißt du, die besten Partys gibt's immer im Zentrum. Und genau da gehen wir jetzt hin. Ich habe einen Plan, wie wir da hinkommen. Ich erzähle dir gleich alles. Wir treffen uns auf dem Dach nahe der U-Bahn-Hauptstation. Leute, das hier ist Sarah. Hi, Sarah. Hallo, Sarah. Hallo, Sarah. Hallo, Sarah. Sehe nur... Das war ein unerwünschter... Packst du das? Ja. Das wird lustig. Du bist
tagsüber mit Steinen zurück. Nachts wurde es gefährlicher. Manchmal hatte ein Scharfschütze auf der Mauer Erbarmen mit uns und half uns. Und irgendwann tauchte dieser Typ auf und sagte...